Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Linkles Abenteuer. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschalten hast und wir gehen jetzt diese Schreinquest an. Wir müssen diese Kugel in die Mitte dieser Insel bringen, weil dort ist nämlich ein Schreinsockel und dieser lässt einen Schrein erscheinen. Ja, aber der Weg ist gepflastert von vielen, vielen Monstern. Aber ich glaube, ich habe ja jetzt den Stasis-Sensor Plus und kann damit auch Monster einfrieren. Wir müssen halt mal aufpassen, dass unsere Kugel nicht wegrollt. Ich könnte natürlich auch da einfach Bombenpfeile reinjagen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ah ne, Moment, Antikenpfeile, nicht Bombenpfeile. Das sollte eigentlich den Monstern den Rest geben. So, wollen wir mal gucken. Kommt mal her, ja. So, du bist noch nicht ganz tot. Komm mal her, ja. Boah. Meine Güte. So, eure Hörner nehme ich mit. Sehr schön, die Hauer, die Herzen, die brauche ich alle. Meine Kuller nehme ich auch wieder und dann geht's weiter. Wir werden uns noch Exhalforces begegnen. So, wir müssen halt aufpassen, dass wir vielleicht nicht gesehen werden von denen. Wir haben nämlich noch einen ziemlich weiten Weg bis dort zu den Ruinen. Und wir können nicht schnell rennen. Wir müssen halt eigentlich auch aufpassen, dass wir nicht, sterben. Und ich hätte meine Sachen hier. Oh, wir haben gar kein Essen mehr. Okay, die Äpfel, die heilen uns ja erstmal bis komplett. Aber ich habe gedacht, ich habe noch Essen, was uns ein paar zusätzliche Herzen gibt. Aber das ist nicht der Fall. Na gut, dann lassen wir den Exhalforce mal dort sein. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Hier sind ein paar Krabben. Okay, der hat uns nicht gesehen. Aber wir haben noch einen relativ weiten Weg. Und da kommen Bocklins auf Pferden. Großartig. Am besten normale Pfeile. So, komm mal her, ja. So. Den einen haben wir. Moment. Naja, du kannst herkommen. Wo ist meine Kugel? Hier ist meine Kugel. Komm. So, du bist ja... Oh, du gibst mir immerhin Pfeile. Dann müssen wir die Stachel-Mob-Keule fotografieren. Aber hatte ich die nicht eigentlich schon? Eine verbesserte Version der Mob-Keule, die auf der Schlagseite mit Tierknochen verstärkt wurde. So, na gut. Haben wir die Gegner auch anvisiert? Ja, wir nähern uns langsam unserem Ziel. Und ich glaube, das ist sogar nur ein Belohnungsschrein. Das heißt, wir müssen da drinnen nichts machen. Es könnte natürlich auch ein Kampfschrein sein. Müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall wird der Weg jetzt noch um einiges... Ja, und da hat sich ein Exhalforce versteckt. Ich sehe ihn. Wir können uns aber an dem auch nicht vorbeischleichen, ne? Oh. Mann. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das ausrüsten. Den Bogen habe ich. Das habe ich. Ja, Rüstung. Okay. Was ist das denn? Meine Waffentasche ist voll. Wo ist meine Kuller? So, mein Helm kann ich natürlich... Halle, Julia. Meinen Helm kann ich natürlich aufbehalten. Aber warum muss hier jetzt so ein Gewitter kommen? Wenn ich dann nämlich
Stahlwaffen trage, beziehungsweise Stahlbogen oder so, dann ziehen die Blitze, oder ziehen wir die Blitze magisch an und ja, dann gibt's einen Schlag und dann sind wir tot. Okay, da ist noch so ein Moblin. Ah ja, du hast. Oh Mann. Okay, aber ich möchte gerne eigentlich nicht meine Wächterwaffen nehmen hier. Aber ich glaube mit der Lanze... Mit der Lanze ziehe ich die Blitze auch magisch an. Ja. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Dann muss ich wahrscheinlich doch erstmal meine Wächterwaffe nehmen. Ist zumindest ein bisschen sicherer. Denn wir haben noch ein... Wir haben noch einen kleinen Weg vor uns. Irgendwo kann man dann hier übers Wasser laufen. Da ist dann ein Weg. Da müssen wir nicht ganz rum. Aber ich glaube, am Ende gibt es auch ein... Ja, dieser Kollege hat uns gesehen. Aber er weiß noch nicht so richtig, was mit uns anzufangen. Kann ich hier jetzt vielleicht sogar schon drüber gehen? Nee. Kann ich noch nicht. Der Durchgang ist erst dort drüben. Gut, das sind aber auch noch ein paar Exile-Forces, ne? Und ich muss halt aufpassen, dass ich meine Kuller nicht verliere. Wenn die natürlich Stahlwaffen haben, dann treffen die Blitze auch die Gegner. Und das ist natürlich richtig cool. Die sind natürlich geschützt im Wasser erstmal. Oh, dort hinten ist noch ein großer Moblin. Ist das ein Moblin oder ein Boblin? Moblin, glaube ich, ne? Ja, aber wir müssen hier irgendwo... Kommen wir hier, glaube ich... Ach, da drüben, wo der am Wasser steht, kommen wir rüber. So, ihr seht uns nicht. Ihr seht uns nicht. Okay, ihr seht uns doch, aber... Ich bin ganz schnell weg und der rennt hier fort. Okay, genau dort, wo die sind, muss ich rüber. Oh Gott, okay. Mein Wächterschwert zerbricht gleich. Das ist nicht so gut. Aber hier kann ich, glaube ich, nach drüben gehen. Boah. Und ihr seid echt nervig. Okay. So, der eine ist weg. Oh Gott. Okay, 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 okay. Lass meine Kugel liegen, du. Gibt's doch gar nicht. Okay, der ist auch weg. Da hat der, wollte der sich einfach meine... Da wollte der sich einfach meine Kugel schnappen. Das ist ein... Das sind da ein paar Monster hier. Ich nehme mal lieber die Wächter-Axt, ne? So, und jetzt können wir, glaube ich, hier... drüber laufen, weil hier ist ein Weg. Den sieht man zwar ein bisschen... Hallo? Mann. Und hier ist jetzt so ein Grog in einem Laubhaufen. Oh nein. Oh nein. Wo hat's meine Kugel hingeschleudert? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich... Sag jetzt nicht, dass ich den ganzen Weg nochmal gehen muss. Jetzt habe ich die zerstört, oder? Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Aber es ist so. Die Kugel wurde zerstört. Boah, shit. Ach, jetzt muss ich nochmal... Ach, am besten dahin.
Oh nein. Das gibt's nicht. Ich hoffe doch mal, die Kugel ist wieder da. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal gehen. Wir haben zwar Monster besiegt, aber ich weiß nicht, ob die besiegt bleiben. Ach, Herr Jemine. Und es ist immer noch Gewitter. Und es ist Nacht. So, dort ist die Quelle der großen Fee. Ach, das ist jetzt total ärgerlich. Aber dort gibt's Feen. Oder? Es gibt keine Feen. Und ich müsste mir ein Feuer machen eigentlich. Ach, das ärgert mich ja sowas von. Laufe ich auch in die richtige Richtung? Ja, ich laufe in die richtige Richtung. Hallo Wildschwein. Hallo Exile Force. Ach Mann. Das ist echt ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte die Bombe... Ich habe zwar den Krog bekommen, aber ich hätte die Bombe nicht... Hallo. Ah, du willst dich hier unterstellen, ne? Was für ein Wetter, genau. Aber ich könnte doch eigentlich... ich habe doch eigentlich Holz. 10 Stück. Wenn ich das jetzt da hinlege... Und ein Feuerstein nehme... Den dorthin lege. Und dann mit meiner Waffe dort drauf schlage. Kann ich ja bis morgens warten und dann wird es auf jeden Fall wieder hell. Jetzt habe ich zwar den Reisenden hier unter meinem Unterschlupf verjagt, aber egal. Ach Mann, das ärgert mich sowas von. So, hier gibt es noch ein bisschen Kampfkraft. Oh, das ist alles... Ach, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, was haben wir denn dort unten noch? Oh, das ist ein Monsterlager. Aber ich muss erst die Quest mit dem Schrein machen. Das bin ich euch auf jeden Fall schuldig. Und ich hoffe einfach nur, dass diese Kugel sich wieder hier zurückteleportiert hat, weil ich sie ja zerstört habe. Ganz unabsichtlich, das wollte ich nicht. Wenn die Monster natürlich jetzt wieder alle da sind, habe ich noch ein größeres Problem. Wenn die natürlich nicht da sind, dann dauert es nur eine Weile. Oh, ich habe keine Energie mehr. Aber ich glaube, die Kugel befindet sich wieder hier, oder? Ja, die Kugel ist wieder da. Das heißt, das Ganze nochmal machen. Ärgerlich. Sowas von ärgerlich. Aber wir müssen ja... Vielleicht könnte ich ja auch mit einem Floß, wenn ich die Kugel auf dem Floß packe, und dann dort rum... Oh, wir waren schon fast am Ende. So, wir haben es aber natürlich jetzt früh am Morgen. Es kommen keine Gegner aus dem Boden, also keine Untoten. Und so wie ich das sehe, sind die Monster auch alle tot. Das ist gut. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, uns zu unterhalten. Ja. Uns zu unterhalten. Aber die Monster, die tot sind, sind tot. Ich hoffe doch mal, es kommt kein Blutmond. Das wäre natürlich noch ärgerlicher, weil dann sind alle Monster wieder da. Aber nein, ich glaube, wir kriegen das schon hin. Und ich, am Ende dieser Spirale wartet, glaube ich, noch ein Krog unter einem Stein auf uns. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt nochmal den ganzen Weg bis dort rüber gehen. Und dann werde ich die Kugel auf jeden Fall erstmal einsetzen, damit der Schrein erscheint, dass wir uns im Prinzip den Weg sparen. So, den Gegnern hoffe ich doch, dass ich den wieder ausweichen kann, damit die mich nicht sehen. Nur dort drüben im Wasser planscht, ist alles gut. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Oh, wie Linkel hier rennt, guckt mal. Sieht voll cool aus.
Dum 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 dum. Ist auf jeden Fall erstmal jetzt relativ einfach, bis an die Stelle zu kommen, wo wir schon waren. Ist halt Zeit. Und Zeit haben wir ja eigentlich nicht. Naja, doch, eigentlich schon. Ah, ich wollte jetzt die Libelle nehmen. Aber die kann ich ja nicht nehmen, weil ich diese Kugel trage. Oh, da ist noch ein Gegner. Und ich glaube, hier gibt es auch einen Leunen in dem Gebiet. Okay, der Gegner ist noch da, aber den hatte ich ja eigentlich auch platt gemacht. Aber der wurde, glaube ich, von einem Blitz erschlagen. Deswegen ist dieser wieder erschienen. Du bleibst mal schön dort in deinem Wasser. Du schläfst dort weiter. Und ich renne einfach hier quer durch bis zu der Stelle, wo wir waren. Also ich hatte ihn ja schon auf der... Ich hatte den, die Kugel ja schon dort, wo sie hin sollte. Ein bisschen ärgerlich ist das schon gewesen. Aber ich wusste ja nicht, dass man die Kugel mit einer Bombe zerstören kann. Jetzt bin ich schlauer und werde in Zukunft etwas mehr darauf achten. Vielleicht habt ihr euch auch schon kaputt gelacht, wenn ihr das gesehen habt. Könnte ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, hier liegen auch überall Steine rum. Es könnte jeder, auf jeder Stein ein Krog sein, aber... Okay, was machst du, Exhalforster? Du suchst hier bestimmt irgendwo einen Fischi. Aber ich ignoriere dich jetzt einfach mal und renne ganz außen hier rum. Ich hoffe doch mal, wenn die Kugel ins Wasser rollt, dass sie dann nicht zerstört wird. Wer schießt hier? Wow, von dort hinten. Okay, und du lebst auch noch hier. Vielleicht habe ich ja Glück und kann mich an dir vorbeischleichen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich renne hier ein paar... Naja, du Krebs, du brauchst keine Angst haben. Ich sammle dich jetzt sowieso nicht ein. So, wir sind gleich wieder da. Wir sind gleich wieder da und euch mache ich dann platt, wenn ich... am Ende angekommen bin. Wie gesagt, nur nicht zerstören jetzt alles. Und der Krog hier vorne, der lacht mich so an. Aber wegen dem habe ich die Probleme eigentlich gehabt, ne? Wegen dir hatte ich die Probleme, musste den ganzen Weg nochmal gehen. Ja, guck mich nicht so an. Obwohl, Linkel würde ich auch hinterher schauen. Das ist ein süßes Mädel. So, aber jetzt erst einmal den Schrein erscheinen lassen. Gott sei Dank. Puh. Haben wir das schon mal erledigt. Die Erde zittert, der Schrein erscheint. Und wir haben einen weiteren Speicherpunkt hier auf dieser Insel. Und die Quest müsste eigentlich abgeschlossen sein, im Auge des Strudels. Jawohl, jetzt holen wir uns unsere Belohnung ab. Es dürfte nur ein Belohnungsschrein sein. Es dürfte wirklich nur ein Belohnungsschrein sein. Und das ist unser siebte Zeichen der Bewährung wieder. Oder ist es eine Kraft? Eine Kraftübung? Nee, Belohnungsschrein. Ja, ein Belohnungsschrein. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Rito Suma. Du hast die Prüfung bestanden. Rita Sumos Segen. Gib mir bitte einen großen Reaktorkern. Einen antiken Riesenkern. Uralte Technologie brachte diesen gewaltigen Energiekern hervor. Derart große Kerne sind ein seltener Fund. Ein Forscher könnte wissen, wie man ihn verwendet. Ich glaube, Robello weiß das. Und jetzt das Zeichen der Bewährung. Das ist so geil.
Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Danke. Im Namen der Göttin Hylia. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ja. Aber wie gesagt, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mir einmal Ausdauer hole und ein Herz oder ob ich mir zwei Herzen hole. Denn wir brauchen ja definitiv 13 Herzen, um das Masterschwert aus seinem Stein zu ziehen. Aber wir haben noch viele Schreine vor uns, denke ich mal. Deswegen würde ich sagen, einmal Schrein und einmal... einmal Schrein. Und wir müssen hier aber noch... Ach nee, hier auf der Spitze ist ja schon einer. Wir sind ja eigentlich in der Mitte, ne? Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwo was ist. Das ist nur der Weg dort rum. Okay, dann könnten wir uns ja jetzt weiter zurück beamen, oder? Gibt es hier vielleicht noch irgendwo einen Schrein? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wäre natürlich cool. Aber hier auf der Spitze, wie gesagt, haben wir ja den Krog hier schon gehabt. Den da. Es könnte natürlich irgendwo noch einer sein. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen. Also, den Schrein haben wir hier. Hier oben ist eigentlich auch noch ein Schrein. Da ist das Akala-Institut. Dann waren wir auch noch nicht bei Dums da. Wir müssten jetzt in diese Richtung. Ich habe hier aber auch keinen Floß. Um jetzt da nach oben zu... Ach, da ist auch ein Stall. Und da hinten ist das Institut. Ich würde hier ja theoretisch gesehen rüberkommen, wenn ich mein Cryo-Modul einsetze. Jetzt fängt es aber an zu regnen schon. Und da drüben ist auch noch eine Ruine. Ach, das ist der Anfang, okay. Und da ist ein Monsterlager. Aber ich versuche trotzdem hier den kürzesten Weg zu nehmen. Dann könnten wir nämlich Richtung Akala-Institut gehen. So, der kürzeste Weg müsste eigentlich von hier dort rüber sein. So. Komm schon, klettere hier hoch, das solltest du eigentlich ja schaffen. Ist hier vielleicht sogar noch irgendwo eine Truhe, die ich vielleicht übersehen habe? Okay, du bist weg. Keine Truhe. Linkel, du solltest eigentlich nicht schwimmen, du solltest springen. So, ja. Und dann abrutschen natürlich. Aber, okay, wir sind drüben. Wir sind drüben und müssen weiter Richtung Akala-Institut. Aber ich weiß, dass es im Akala-Institut einen Wächter gibt, der das alles beschützt. Und wenn ich Pech habe, sogar ein Leune. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Hier kann ich weitergehen. Hier oben ist sogar noch ein Schrein. Achso, das ist der Schrein von diesem Stall dort oben. Ja, na gut, nicht mit leben. Dann suchen wir uns erst den Stall. Machen den Schrein an dem Stall. Aber hier ist halt ziemlich viel Gewitter, ne? Und ich würde halt gerne versuchen, gegen den Wächter zu kämpfen. Mit Konterangriffen. Aber ich habe auch noch einen antiken Pfeil. Ich könnte auch den antiken Pfeil den Kollegen ins Auge hauen. Naja, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ob wir den besiegt kriegen. Wie gesagt, ich habe ja eigentlich ja, ich weiß, dass hier ein Stall in der Nähe ist, ein Schrein. Dort oben sehe ich ihn ja auch schon. Hier haben wir sogar noch ein paar Ruinen, die wir ein bisschen untersuchen können, aber ich glaube die Steine kann ich nicht nach oben nehmen. Ja, vielleicht hier oben irgendwo, aber wie gesagt, wenn es jetzt hier regnet, es ist schwierig hier.
Irgendwas. Oh, wer bist du denn? Reisender. Hm. Ist Meister Koga nicht ein Traum? Sein pummeliges Bäuchlein. Manche mögen ihn knuddeln. Erzähl doch nichts, du kennst ihn nicht. Aber keine Sorge, ich sag dir alles, was du wissen musst. Also, Meister Koga? Ich kenne zahllose Geheimnisse der Shikas und ihr Meister der Giga-Bande, die den Helden aufhalten wird. Hast dein Leben verwirkt. Moment, Moment, Moment. So, wenn ich dich nämlich jetzt hier einfriere, dann, ja, hast du eigentlich keine Chance gegen uns. Okay, den Kopfsammler hatte ich schon. Die Rubine kann ich auf jeden Fall mitnehmen und dann können wir weitergehen. Hm, okay, das war also... Warum habe ich denn da eigentlich noch eine rote Markierung? Ach so, das ist diese Aufgabe von der einen Sora da, dass ich den Hinox da besiegen soll, ne? Hm. So, und erstmal das Schreinsymbol hier kann definitiv weg. Weil ich weiß ja, dass hier oben ein Schrein ist. Und auch ein Stall. Mal wieder. Und ich habe noch einen Stall gesehen, glaube ich. Oh, da ist ein Vogel, den hätte ich vielleicht fotografieren sollen. Hm. Kartosa-Schrein. Machen wir den noch in der Folge? Nee, den machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Und Linkel sagt auch Tschüss. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda.